Heide, was geht ab, Leute? Hong hier. Sternstopp-Event, also nicht Event, Sternstopp-Bonus hat angefangen gestern Abend. Wir waren im Livestream, haben sogar noch einen Regi-Rock-Raid mitgenommen. Es gab 4.500 Staub mit Sternstück, normalerweise 3.000. Also normalerweise 500, aber während des Events 3.000 mit Sternstück 4.500. Und ich hatte ein paar Eier am Start, hab die in der Früh bereits reingeworfen. Während des Tages dann ein bisschen gelaufen und dann vorbereitet für das Event. Weil wenn sie danach schlüpfen, gibt es den Staub. Haben wir leider nicht mehr ganz geschafft. Dementsprechend blende ich die hier jetzt ein. Ich hatte wieder viele 10 am Start, wo ich letztens erst wieder ein 9 mal 10 Kilometer Ei Opening gemacht habe. Hatte ich wieder 8 oder 9 10er. Ich glaube 8. Und ja, während wir uns die anschauen, habe ich noch eine Box am Start. Egg Opening und Box Opening. Danke an Woodbox für diese Box. Ihr wisst, jeden Monat ein bestimmtes Thema. Hauptsächlich ist es so Anime, Geek, Nerd Gaming Zeugs. Ho, oh, ich sehe etwas schon. Magic. Magic Design. Das ist aber, glaube ich, nur die Anleitung. Aber im Magic Design. Schaut dann an die Magic Spieler. Ihr wisst, ich war ja Yu-Gi-Oh! Spieler. Das waren eigentlich immer unsere Feinde. Game of Thrones. Drachenei. Kerze. Also, wenn ich das nicht feiere. Ich glaube, jeder Mensch schaut Game of Thrones. Ich kenne keinen einzigen, der es nicht schaut. Wow. Okay, das ist schon, das ist episch. Wir schauen dann an Khaleesi. Mother of Dragons. Das ist episch. Fängt schon mal gut an. Ich sehe halt schon was ihr nicht seht. Und das ist schwarz. Nee, Spaß. Dann haben wir, wie immer natürlich, ein T-Shirt. T-Shirt immer am Start. Wir schauen mal, welches Motiv. The Witcher. Okay. Also nein, ich habe es nicht erkannt. Das stand einfach nur hier. Ihr wisst ja, meistens erkenne ich die Motive gar nicht. Aber danke für das T-Shirt. Oida! Es ist eigentlich immer ein Pin dabei. Und langsam habe ich sogar eine relativ große Pinsammlung. Aber hier haben wir Full Metal Alchemist. Wie heißt der nochmal? Alphons. Der kleine Bruder, der seinen Körper verloren hat. Durch die Alchemie. Dann. Oh, nein, oder? Achso, okay. Es sah ganz kurz aus wie Hearthstone. Notizbuch, aber das ist Zelda. Also dieses Blau, so. Sieht aus wie so ein Hearthstone-Kartenrücken. Aber es ist Zelda. Notizbuch kann ich immer gebrauchen für meine Videoideen. Das ist auch sehr nice. Also diese nützlichen Dinger, die fahre ich immer. Und dann kommen wir auch schon zum Highlight. Das ist das, was ich gesehen habe und ihr nicht. Harry Potter First Flight Q-Fig Figur. Ist schon geil. Ihr wisst, warte mal, welcher Monat ist denn jetzt? September schon. Eigentlich sollte dieses Jahr Harry Potter Go rauskommen. Wie heißt denn das? Wizards Unite? Was ist da los, Niantic? Wir warten. Ich habe mir inzwischen 2 Teile bereits angeschaut. Mehr Teile folgen. Aber ja, yeah, Harry Potter Figur. Und das war's auch schon. Coole kleine Box. Schaut dann an die Unbox. Und ich würde sagen, normalerweise beende ich ja das Video nach der Box. Ich würde sagen, wir gehen noch raus, bisschen brüten, weil Sternstopp-Event ist schon saftig. Das kann man sich nicht entgehen lassen. So, wie gesagt, nutzen wir das Event noch aus. Ich bin auf dem Weg zu einem Raid. 3000 Staub für einen Raid mit Sternstück 4500. Das machen wir hier gleich. Und dann habe ich noch ein paar Eier. Schauen wir mal, ob ich die noch schaffe zu brüten. Ja, 2,2 Kilometer. Ich laufe jetzt mal zum Raid, anstatt die U-Bahn zu nehmen. Nur für euch. Ein bisschen brüten muss schon sein bei dem Staub-Event. Ansonsten schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht mit dem Staub-Event. Habt ihr vor, viel zu machen? Habt ihr schon viel gemacht? Werdet ihr eine Menge brüten? Werdet ihr eine Menge raiden? Und da die 4500 Staub abstauben. Staub abstauben. So schlecht. So, wir gehen rein. Was ist das für eine Auswahl, Leute? So. Es waren eigentlich nur 3 angemeldet. Aber ja, auf einmal sind es 15 mit ein paar Zweitaccounts. So. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja. Ich zeige euch gleich, wie viele Kilometer ich noch brauche. Ich habe ein paar 7er am Start. Ja, wieso nicht? Die Sache ist,
Ich dachte, 7er geben mehr Staub als 5er. Offensichtlich 2er geben am wenigsten Staub, dann 5er und dann 10er. Und ich dachte, 7er geben mehr als 5er und weniger als 10er. Die Sache ist, ich habe vorhin gesehen, 7er geben genauso viel wie 5er. Dementsprechend ist es natürlich schlauer, 5er zu brüten. Wenn die genauso viel Staub geben, aber weniger Kilometer brauchen. So ein Tipp für euch. Weiß gerade gar nicht, ob das aber stimmt. Ich habe es nur irgendwo gelesen. Und ihr wisst, hier und da mal irgendeine Infografik. Also muss ich gleich schauen, wenn ich die 7er brüte. So, schauen wir mal kurz in die Runde. Ah, zu spät. Das sieht gut aus für Geld, Alter. Schön nach hinten schauen, nicht dass da irgendjemand rausgeflogen ist und wir das nochmal neu starten müssen. Yo. Richtig peinlich. Da war einer, ein Spieler aus der Gruppe, richtig aktiv sogar, läuft aber mit einem Nicht-Pokémon-Spieler rum und direkt macht er einen auf, als würde er uns nicht kennen, macht einen auf cool, geht an uns vorbei. So, ey, was ist das für, okay, das nicht, aber einen auf nicht mal gegrüßt, nicht mal geschaut, weil ein Nicht-Pokémon-Go-Spieler mit ihm unterwegs war. Tja. So, es ist echt unehrenhaft, Leute. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr genauso denkt wie ich. Ein Aktiver aus der Gruppe läuft direkt hier vorbei. Nicht mal hingeschaut, nur weil er mit einem rumläuft, der nicht Pokémon spielt. Ja, 21:30, ganz schlecht. Ich war kurz verwirrt wegen Wettebonus. Aber ja, 22:05 ist 100 mit Wetterbonus. 21:80, das ist gar nicht so übel. Also beim Kleinen jetzt. Bam! Erster Ball drin. Die Quote bleibt erhalten. Bisher jeden gefangen außer einen. Quote, ihr wisst eh, seht ihr am Ende des Monats. Beziehungsweise am 20. Da ist das bereits weg. So. Und bam, 100.000. Also 50. Ich hab Glückswein nicht an. So, da haben wir eins, ist aber 100 Meter Vorsprung vor den anderen. Dementsprechend brauche ich noch 100 Meter und das in weniger als 3 Minuten, weil das nicht mehr lang aktiv ist. Oh, 6,94, leider nicht so top. Ah, und ich habe nicht hingeschaut, wie viel Staub. Ah, egal, die anderen haben sich auch aktualisiert. Die sind jetzt auch am Start, perfekt. Mauzi, 100 haben wir schon. Alola. Der ist eh schlecht. 4800, ja genau. Genau wie ein 5er. Dementsprechend lohnt es sich nicht, die 7er zu brüten für Staub. Werde ich mir merken. Sandan 100 haben wir auch bereits.
Und bam. So ist es. Oh, hier sind Leute. Ich muss wieder umdrehen. Dickter. Dickter 100. Könnte ich noch gebrauchen. Da habe ich aber keine Ahnung, was ein 100er ist. Oh, auf jeden Fall nicht 2,47. Haben wir noch einen am Start? Nee. Das war's erstmal. Der Rest kommt noch, aber wie gesagt, die fülle ich jetzt nicht mehr mit 7ern. Und hier, Entwicklungen bringen immer mehr Staub. Die lohnen sich auch auf jeden Fall, Leute. Das war's von mir und meinen Eiern und der Box. Mal schauen, wie viel Staub ich die Woche noch machen werde. Wahrscheinlich erst am Wochenende so richtig los. Labrador Day und dann Sonntag. Bisschen farmen. Zwischendurch halt brüten und fangen, was halt geht, aber mehr auch nicht. Also schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Macht ihr eine Menge Staub? Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Shops ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.